Rechte Seite, rechter Plan. Bein. Ja, genau. Rechtes Kopf. Ja, genau. Die linke Seite. Ja, genau. When you want to get off the darkest ground. Also bei mir ist aktuell und wird auch so bleiben, dass es nur der Ringen ist. Natürlich macht man nebenbei mal vielleicht Fußball oder Volleyball spielen oder sowas, aber tatsächlich nur täglich Ringen. Drei Brüder, die Ring gemacht haben. Der Kleine hat leider aufgehört. Damals, also vor einem Jahr circa, der war auch ganz gut, aber ja, der ist dann leider zum Fußball gewechselt. Der wollte nicht mehr. Ja. Und der kleine Bruder, der andere, ist jetzt Greco-Mann und der ringt auch im Nazio mit mir. Aber ich bin Freistil und der Griechisch. Ich habe eine große Familie, mit der ich sehr viel zu tun habe. Und ich habe auch einen ganz kleinen Bruder seit einem Jahr und mit dem habe ich auch viel zu tun. Und ja, so viel Freizeit habe ich jetzt auch nicht, aber ich gehe auch manchmal gern mit den Freunden raus. Ja, genau. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.
74 Kilogramm auf den Rittler BG Marco Kreisberg-Haus. Auf dem zweiten Rad Lange Julian Kreisberg-Götzis. Und österreichischer Meister in der Gewichtsklasse 74 Kilogramm Ekrimirov Mohamed AC Weiß. Zurück zum Training. Hast du einen Lieblingstrainingspartner, mit dem du am liebsten trainierst? Ja, den habe ich auch. Das ist der Muki. Den kenne ich schon seit ich denken kann. Und mit dem trainiere ich am meisten, also sehr gerne. Natürlich kenne ich den Muki in- und auswendig, was er macht. Ich kenne jeden Step von ihm. Und ja, deswegen ist es auch so lustig, da mit ihm zu trainieren. Und auch sehr schön. Es ist schwierig, im Freistil da durchzukommen. Da ist sehr viel Konkurrenz unterwegs. Aber dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall vielleicht, wenn es geht, mal in den Top 5 reinzuspringen bei der EM. WM erhoffe ich mir da nicht so viel, aber EM vielleicht. Aber dann WM vielleicht nächstes Jahr oder so. Oder in den kommenden Jahren. Aber so in allgemein wäre schon eine Olympia-Quali auch sehr schön.